ist Anita vom Channel Anita Girlietainment. Hallo zu einem neuen Video. Heute geht unsere Suche weiter nach dem Traumpferd, nach einem Reitpferd für meine Freundin. Also, los geht's. Und dafür haben wir uns mehrere Pferde angesehen. Auch in diesem Video siehst du, wie wir in 3 unterschiedlichen Stellen waren und uns Verkaufspferde angeschaut haben. Wir waren ja eigentlich dort für 2 junge Stuten, die zeige ich dir auch gleich. Zuvor sind wir noch mit der Besitzerin so durch den Stall geschlendert und meine Freundin, das ist die, die sich das Pferd sucht, hat diesen Wallach entdeckt mit der riesengroßen Blässe und den blauen Augen, die sieht man nachher noch mal ein bisschen besser. Ich glaube, die Blässe nennt man Laterne, oder? Wenn die so groß ist. Leider ist der Wallach jenseits vom Budget meiner Freundin, weil sie natürlich auch gleich gefragt hat, wie viel er kostet, aber ja, leider nicht inklusive, aber süß ist er trotzdem. Ich fand diesen Rappen mega, so wie ein Model. Schau mal, der Poster so richtig. Und als ich ihn gesehen habe, musste ich sofort an so einen Reitsportkatalog denken. Die Seiten, wo so Zaumzeuge vorgestellt werden und dann sieht man so verschiedene Pferdeköpfe mit verschiedenen Trensen und Zaumzeugen oder Halftern oder sowas. Also der wäre ja perfekt, also von der Seite nicht. Aber jetzt schau, ist schon wieder im Posing-Modus, also wie aus seinem Reitsportkatalog entstanden. Dann sind wir noch an einer Schrittmaschine vorbei. Es macht echt mega Spaß, sich da so ganz unterschiedliche Pferde anzusehen. Die Besitzerin war auch super nett und hat uns da geduldig die unterschiedlichsten Pferde gezeigt, Preise genannt. Also das war schon sehr, sehr cool. Schreib mir auch gerne in die Kommentare, welches Pferd dir, was ich dir jetzt in diesem Video zeige, dir am besten gefallen würde, also welches du nehmen würdest. In diesem Video zeige ich dir auch noch Pferde aus 2 anderen Stellen. Da war übrigens auch ein ganz besonderer Kandidat dabei, aber das wirst du eh gleich sehen. Also bis jetzt fand ich diesen einen Poser-Rappen mit Abstand am besten. Ist ja eigentlich auch mega untypisch für mich, weil ich bin ja ein riesengroßer Schimmelfan. Aber ja, dann sind wir so ein bisschen an der Schrittmaschine gestanden und haben so geschaut, welche Pferde gibt es da. Und dann ging es los. Wir sind dann in die Halle und dort haben wir dann die Stute gesehen. Das ist die erste Stute, eine braune Warmblutstute ohne Abzeichen. Meine Freundin hat auch mitgefilmt, weil wir die Aufnahmen auch unserer Trainerin und dem Tierarzt zeigen wollen. Ja, und da war die Stute im Schnüffelmodus. Ja, und da war irgendwas, was ihr anscheinend nicht so gepasst hat. Und jetzt ist sie da so im Fluchtmodus. Also wir haben uns dann die Stute beim Freilaufen in der Halle angesehen, haben auch gesehen, wie sie so reagiert. Die Stute ist nicht angeritten, ist 3 Jahre alt, aber anlongiert dafür. Sie hat also bereits kennengelernt, an der Longe zu gehen. Und ich finde es voll toll, dass sie nicht wie viele andere Pferde schon mit 3 Jahren voll geritten wird, sondern erst anlongiert ist, weil genau sowas sucht dann auch meine Freundin. Also das Pferd hatte also dann genug Zeit, sich zu entwickeln und ist nicht schon super früh angeritten worden oder geritten worden und hatte einfach jetzt auch genug Zeit, um Baby zu sein. So, Stute 1 und wir haben jetzt dann geschaut, okay, wo ist die zweite Stute? Das ist hier die nächste Stute. Diese hat 2 Abzeichen im Gesicht, im Gegensatz zu anderen. Ist auch noch ganz jung, ist 3 Jahre alt, auch anlongiert und die haben wir uns dann in der Halle angesehen. Und wie sie da so herumläuft, im Schritt, Trab, Galopp und jetzt auch mit so einer Cutting-Einheit. Warte, Achtung, einmal links, rechts, links, rechts. Was ist denn hier los? Ja, dann hat sie noch so ein bisschen präsentiert. Und dann ist auch dann diese Stute in den Hundeschnüffelmodus gegangen. Oder andere sagen da auch so Trüffelschwein dazu, wenn Pferde da immer so riechen. Oder meine Freundin sagt auch immer dazu, dass ein Pferd eine Bodenprobe nehmen muss. Aber jetzt hat es auch irgendwie den Rückwärtsgang eingelegt. Okay, wie weit noch? Wonach riecht es denn da bitte? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so gut riecht. Kennst du den Duft, wenn man an so einer Bäckerei vorbeigeht und dann plötzlich riecht man diese frischen Brötchen oder in so einer Konditorei, wo es dann auch so Süßes gibt oder so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Boden so gut riecht, dass ich da jetzt so lange dran riechen muss. Also, das ist jetzt hier die zweite Stute. Wir haben sie uns dann nochmal hier im Freilaufen angeschaut, nachdem sie die Bodenprobe genommen hat und den Trüffelschwein-Modus ausgeschalten hat. Also sehr, sehr coole Pferde, die 2. Und wir sind dann noch weitergefahren. Weiter ging es in den nächsten Stall. Dort hat uns kein Warmblut erwartet, sondern ein Spanier, dieser nämlich. Meine Freundin ist nämlich rassetechnisch sehr offen. Sie möchte nur ein Reitpferd haben zwischen Stockmaß 1,60 und 1,70 circa. Der ist halt auch so ein bisschen kleiner. Ein sehr, sehr hübscher Mann. Aber ich glaube, dass der nicht so viel Gutes erlebt hat. Zumindest die sehr, sehr nette Pflegerin, die ihn da jetzt gerade herausführt, man sieht dann auch gleich, wie er reagiert, die hat uns auch gesagt, dass er in der Vergangenheit vielleicht ein paar Dinge erlebt hat, die vielleicht nicht ganz so schön waren. Zumindest wissen wir sie auch nicht genau, was da jetzt los ist, weil, schau, der ist da so ganz ängstlich auch. Ich bin da so von hinten gekommen, aber wir sind eh die ganze Zeit auch da geblieben. Der war auch komplett angespannt am ganzen Körper. Siehst eh, also der war nicht so tiefenentspannt, wie ich es normalerweise von meinen Pferden kenne. Und ja, sehr, sehr skeptisch dem Menschen gegenüber, was super schade ist, weil der voll das liebe Pferd ist. Also erstens mal mega hübsch ist, meiner Meinung nach, mega schöne Farbe hat. An dem ist halt nur ein bisschen wenig dran, aber meine Güte, also das kriegt man jetzt auch noch hin. Ist auch noch ein ganz, ganz junges Pferd, ist auch nicht angeritten. Ist, glaube ich, weiß ich gar nicht, ob der überhaupt auch einrangiert ist, ich glaube nicht. Und meine Freundin hat den mal gestreichelt und sich mal so ein paar Infos eingeholt, was bei dem so war. Ja, haben uns die Beine angeschaut, ich habe Fotos und Videos gemacht und die dann auch meiner Trainerin zugeschickt. Und meine Freundin hat ihn dann auch nachher dann ganz kurz versucht, so ein bisschen zu bestechen und ihn dann auch nachher dann in die Box noch geführt. Ja, aber mein Gefühl war von Anfang an so, ich glaube nicht, dass er es wird. Und meine Freundin hat mir das dann auch nachher dann im Auto nochmal bestätigt und hat gemeint, okay, der ist mega lieb, aber das wäre doch kein Pferd, das sie sich halt vorstellen könnte. Der war halt super skeptisch. Die Pflegerin hat auch gemeint, immer wenn von einem Baum irgendwelche Sachen runtergefallen sind, größere Blätter oder Kastanien oder irgendwas, dann hat er sich immer zu Tode erschrocken. Und ich glaube, der war auch noch nicht so lange in Österreich. Da steckt man auf jeden Fall viel Zeit, Arbeit, viel Geduld auf jeden Fall braucht man dafür, steckt man da sehr, sehr viel Zeit und Arbeit rein und das muss halt meine Freundin entscheiden, ob ihr das wert ist, ob sie dann auch so die Verbindung zu diesem Pferd hat oder nicht, weil ja, das muss halt für sie halt dann passen, das muss halt einfach schön sein für beide, aber ich kann dir zu dem Pferd sagen, dieses Pferd hat jetzt eine andere Bekannte von mir gekauft. Meine Freundin hat sich das Pferd jetzt nicht gekauft, diesen Spanier. So, und dann ging unsere Reise noch weiter in den dritten Stall von diesem Tag. Wir waren da so richtig on Tour und haben uns da verschiedene Warmblüter angeschaut. Also in dem Stall gab es da mehrere Warmblüter, auch junge und ein bisschen ältere, aber meine Freundin hätte am liebsten eben so ein anlongiertes Pferd, was noch nicht so viel kann oder halt so angeritten ist auch noch okay, was aber noch nicht so viel gelernt hat, weil sie dann den Rest dann gemeinsam mit meiner Trainerin dann machen würde und da zeige ich ihr die ganze Zeit immer auf den linken, der würde zum Verkauf stehen, ich glaube der mit dem gelben Halfter auch, hat uns der Besitzer gesagt, okay. Der ist genauso grumpy wie meine Stuten, zickt auch so ein bisschen herum. Ich kenne es so gut. Aber das sind hier alles Wallacher. Die haben da auch eine mega schöne Haltung. Also das war auch total schön, dass die da auch so viel Platz haben. Und dann konnten wir dann auch rein, sind dann auch mit dem Besitzer dann direkt dann auch reingegangen und waren dann zwischen den ganzen Wallachen. Und hier ist dann auch noch einer, der zu Verkauf steht. Den fand ich zum Beispiel auch ganz nett. Obwohl es zum Beispiel auch gar nicht meine Farbe wäre, aber du weißt, niemals ein Pferd nach der Farbe kaufen, das ist ganz, ganz wichtig. Nimm dir ein Beispiel, weil es ist viel wichtiger, dass du einfach mit dem Pferd einfach so auch klarkommst und dass du da eine gute Verbindung hast. Und ja, meine Freundin fand den Fuchs eigentlich auch ganz cool. Also ich bin auch froh, dass meine Freundin da auch sehr, sehr offen ist. Wir haben uns wirklich sehr, sehr viele verschiedene Pferde angeschaut. Welches Pferd es dann schlussendlich geworden ist, siehst du in einem meiner nächsten Videos. Deswegen abonniere unbedingt kostenlos meinen YouTube-Kanal. Folge mir auch sehr gerne auf Instagram und höre meinen fast täglichen Podcast. Da heißt Anita Girlietainment Sprachmemos. Außerdem halte ich dich auch am Laufenden, wenn demnächst dann meine Mini-Schätifolen dann auf die Welt kommen. Danke fürs Zuschauen und bis dann. Tschüssi!